Bei TV Wissen geht es heute darum, einmal den Ausschalter zu drücken und zu sich selbst zu finden. Wir zeigen, welche Möglichkeiten es durch professionelles Coaching gibt. Coaching ist ein wertvolles und wichtiges Instrument der Persönlichkeitsentwicklung geworden. Insbesondere Fach- und Führungskräfte sehen sich vielen Anforderungen, Erwartungen und Herausforderungen gegenüber. Mit einem erfahrenen Coach als Sparringspartner lassen sich besondere Herausforderungen umsichtig meistern. Dr. Gerhard Helm ist Business Coach und arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Führungskräften und Teams. Diese Erfahrung lässt er als Ausbildungsleiter der angesehenen Münchner Akademie für Business Coaching mit einfließen. Eine Coaching-Ausbildung ist nicht nur Vermittlung von Techniken und Handwerkszeug, sondern durch den hohen Selbsterfahrungsanteil auch eine Phase der persönlichen Weiterentwicklung. Ich begleite seit ca. 20 Jahren Menschen, Führungskräfte auf ihrem Weg, begleite sie bei Fragestellungen, bei Standortbestimmungen, manchmal auch in akuten Krisensituationen, indem ich ihnen einfach zuhöre, ihnen Denkraum gebe, Fragen stelle. Wichtig ist mir dabei, dass ich wirklich die Menschen begleite, also beim Nachdenken begleite und weniger derjenige bin, der jetzt hier Ratschläge und Tipps gibt. Die Menschen, die zu mir kommen, kommen meistens aus verschiedenen großen Firmen, sind Führungskräfte, international auch, also ich coache auch in Deutsch und in Englisch. Die Themen, die mir dabei begegnen, sind sehr unterschiedlich. Das kann, wie gesagt, einmal einfach eine Standortbestimmung sein, so wo stehe ich denn im Augenblick, bin ich auf dem richtigen Weg, will ich hin. Fragen, wie geht's weiter, wie geht's mit meiner Karriere weiter, was möchte ich tun. Manchmal aber auch konkrete Probleme, Konflikte, Herausforderungen, Überlastungssituationen bis hin zu akuten Krisen. Also die Themen sind da sehr unterschiedlich. Entscheidend ist der ganzheitliche Ansatz. Den Menschen in seinem persönlichen und beruflichen Umfeld zu sehen, seine Kommunikation mit anderen und sein Weg, Ziele zu erreichen. Wenn Sie mir jetzt einfach noch mal kurz schildern würden, was genau Sie in Ihrer beruflichen Situation gerade so belastet. Situation beispielsweise ist Wünsche für den Mitarbeiter. Die Wünsche, Urlaubtage, freie Tage. Also, jetzt ist Ihre Aufgabe ist es, so ein bisschen dafür zu sorgen, dass immer genügend Mitarbeiter im Büro sind. Und gleichzeitig, gerade zur Urlaubszeit und so, möchte natürlich jeder frei machen. Mit einer Ausbildung zum systemischen Business Coach bekommen Personaler, Führungskräfte und Mitarbeiter in der Entwicklung wirkungsvolle Instrumente an die Hand. Die Münchner Akademie für Business Coaching wurde 2006 gegründet. Damals mit dem Ziel, eine hochwertige Coaching-Ausbildung anzubieten. Dadurch, dass Coaching ja kein geschützter Begriff ist, wollten wir auch sicherstellen, dass Leute, die hier als Coaches auf den Markt kommen, wirklich eine hochwertige, fundierte Ausbildung haben. Das ist uns, denke ich, gut gelungen. Wir bieten die Ausbildung jetzt seit über 10 Jahren an. Daneben in den 10 Jahren sind wir fast zu einer Art Systemanbieter zum Thema Coaching geworden. Neben der Ausbildung machen wir auch Fortbildungen für professionelle Coaches. Coaches wollen sich ja auch weiterentwickeln. Wir vermitteln auch Coaches in Unternehmen, sodass wenn jemand auf der Suche nach einem Coach ist, dass wir da auch entsprechend vermitteln. Daneben machen wir auch Trainings im Unternehmen selber zum Thema Coaching, also im Prinzip alles rund um das Thema Coaching. Coaching hilft, dass die Mitarbeiter anfangen, selbst Lösungen zu entwickeln. Ziele werden intensiver hinterfragt und tragfähige individuelle Lösungswege erarbeitet. Führungskräfte sehen sich vielen Anforderungen, Erwartungen und Herausforderungen gegenüber, denen sie im Arbeitsalltag gerecht werden müssen. Viele Nachwuchsführungskräfte und Young Professionals sind daher beim beruflichen Aufstieg in einer völlig neuen Situation. Dr. Doris Hofer ist Coach, Führungskräftetrainerin und Organisationsberaterin in Bad Wörishofen und hat zahlreiche Führungskräfte gecoacht und fit gemacht für ihre neue Position.
Ja, wenn jemand neu in eine Führungsposition kommt, dann hat er erstmal ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Das ist ja durchaus ein beträchtlicher Rollenwechsel, den man da eingeht. Und da stellen sich dann ja solche Fragen wie, wie will ich denn als Führungskraft gesehen werden? Wie gehe ich damit um, dass ich nicht mehr als Kollege, sondern als Führungskraft behandelt werde? Wie kann ich zeigen, dass ich eine gute Führungskraft bin? Und Ähnliches. Und so ein Wechsel im Selbstverständnis, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Im Einzelcoaching analysiert sie die individuelle Situation, um eine Basis zu erarbeiten für eine langfristige Strategie. Das Erste, was mir ja gleich auffällt, ist, dass sie offensichtlich mit ihrem Chef ja ein ganz enges Verhältnis haben, eine enge Arbeitsbeziehung. Ja, wir kommen super gut miteinander klar, machen relativ viel Projekte miteinander und das auf kurzen Wegen. Und da ergibt sich natürlich schon relativ intime Beziehung. Wir kommen aber so gut klar, also arbeiten gut miteinander und ich finde das auch ganz gut, dass es so funktioniert. Dann sind da ja auch noch zwei Kollegen, die Ihnen ja eigentlich gleichgestellt sind, mit denen Sie aber natürlich zusammenarbeiten. Wie sehen die denn das, dass sie so gut mit dem Chef können? Der Kollege hier hat eigentlich ähnlich gute Beziehungen, vielleicht jetzt nicht ganz so dicht wie ich. Der kommt gut damit klar, der sieht da gar keine Schwierigkeiten. Auch das Verhältnis von mir zu ihm sehr gut, kann man eigentlich nicht sagen. Der Kollege hier hat schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten, die Distanz ist größer. Er beäugt das Ganze natürlich ein bisschen kritisch, hinterfragt sehr viel. Manche Unternehmen und Arbeitgeber machen das auch, die suchen sich einfach einen Pool von guten Leuten raus und machen dann ein Nachwuchsführungskräfteprogramm, und sodass die Mitarbeiter eben schon früh vorbereitet werden auf ihre Aufgaben und genau dann, in dem Moment, wo sie in eine Führungsposition kommen, dann eben nicht in diese Fallen treten, die da aufgestellt sind. Ja, es war ein Nachwuchsführungskräfteprogramm, das wir zusammen mit der Frau Dr. Hofer initiiert haben. Und in diesem Programm habe ich die notwendige Vorbereitung für meine jetzige Position als Amtsleiter des Kämmereiamtes mit auf den Weg bekommen. Besonders im Umgang mit den Kollegen durch die neue Führungsposition ist es manchmal recht schwierig. Und da ist es gut, wenn man da so manches Rüstzeug mit auf den Weg bekommt. So ist ein zielgerichtetes Führungskräftecoaching nicht nur bei der neuen Stellenbesetzung, sondern auch langfristig eine nützliche und wertvolle Unterstützung. Die Anforderungen an Führungskräfte sind hoch und verlangen nicht nur eine klare Selbstpositionierung, sondern auch eine optimal ausgerichtete Organisation, in der jeder seinen Platz hat. Stimmt dies nicht, kommt es zwangsläufig zu Konflikten. Und diese kosten nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern auch bares Geld. Regina Reitinger ist Professional Coach, systemischer Leadership Coach und Trainerin sowie Wirtschaftsmediatorin in München. Sie kann auf eine jahrelange Erfahrung in der Begleitung von Führungskräften und der Entwicklung von Organisationen zurückblicken. Hauptsächlich sind es Unternehmer und Führungskräfte, die zu mir kommen. Allein erstmal, um die Möglichkeit zu nutzen, mit einem professionellen Coach über sich selbst, ihren Führungsstil, über ihre Ziele, Erwartungen zu reflektieren. Recht schnell wird aber klar, dass hinter den vorrangig angebrachten Anliegen Themen liegen, die dahinter liegen und dafür verantwortlich sind, was im Jetzt sozusagen nicht richtig läuft. Im Business Coaching geht es darum, sich selbst zu reflektieren und über den Perspektivenwechsel auch die andere Seite besser zu verstehen. Wir hatten ja beim letzten Mal über Mitarbeiterkommunikation und Umgang mit Konfliktthemen gesprochen. Dein Unternehmen wächst jetzt in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr immer stärker. Das heißt, viele Mitarbeiter werden neu ins Team geholt. Und damit auch deine Rolle in dieser Form immer mehr gefordert. Jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, gibt es Erfahrungen jetzt in dem Bereich, die du in der Zwischenzeit machen konntest? Ja, es war eine sehr gute Erfahrung. Gerade letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin und da ging es in der Tat um ein sehr konfliktträchtiges, emotionales Thema.
Und ich konnte dank der erlernten Technik und Methodik das Gespräch im Vorfeld gut vorbereiten, hatte eine klare Zielsetzung, aber konnte vor allem mit der Technik des aktiven Zuhörens es erreichen, dass wir von der emotionalen Ebene auf eine Sachebene gekommen sind. Als Unternehmer stehe ich ja laufend vor großen Herausforderungen, insbesondere wenn das Unternehmen so stark wächst wie in letzter Zeit. Wir hatten im Unternehmen einige große Veränderungen und Herausforderungen und ich habe dann Frau Reitinger engagiert, um eben an diesen Themen zu arbeiten. Und was ich festgestellt habe im Rahmen der Zusammenarbeit ist, dass wir die Erfolge vor allem auch dann erzielen können, wenn ich an meiner Persönlichkeit arbeite, das heißt auch an einem persönlichen Wachstum. Ich konnte eben auch recht gut dann den Zusammenhang feststellen zwischen der Weiterentwicklung meiner Person, auch den Themen, die mich beschäftigen und den Erfolgen in der Firma. Je mehr sich ein Unternehmen kennenlernt und versteht, wie wichtig es ist, dass neben der fachlichen Kompetenz eines Mitarbeiters die persönliche Note eine Rolle spielt, sprich die Signaturstärken, die eine Persönlichkeit mitbringt, eine Rolle spielt, umso mehr wird der Ruf laut, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen. Das heißt, Mitarbeiter, die zur Unternehmens-DNA passen, wie ich das gerne nenne, um sozusagen hier einfach direkt auch loszugehen und die eigenen Ziele, die Unternehmenskultur zu stärken und zu erreichen. Als Analyst für ein Potenzialanalyse-Tool unterstütze ich hier im Bewerbungsprozess und kann nach langjähriger Erfahrung sagen, dass diese Arbeit sehr, sehr gut eingesetzt ist und auch die Zeit, die im Vorfeld dafür aufgewendet wird, sehr gut eingesetzt ist. Denn die Stellenbesetzungen laufen in der Regel viel erfolgreicher und auch viel nachhaltiger. Jeder Mensch befindet sich in einer Lebenssituation, die letztlich die Folge der eigenen inneren Entscheidungen ist, die er zugelassen hat. Und in manchen Situationen fühlt man sich so, als wäre man nicht der Regisseur des eigenen Lebens. Sich seiner selbst bewusst zu werden und selbstbestimmt zu handeln, dahin führen die Coachings mit Christoph Ulrich Meyer, der sich unterschiedlicher Methoden bedient, um seine Coaches auf ihrem Weg zu sich selbst zu unterstützen. Ich habe vor 15 Jahren angefangen, Coaching anzubieten und ich habe festgestellt, viele Sachen funktionieren bei bestimmten Problemen, bei anderen eben nicht. Und für mich war es wichtig, den Menschen wirklich helfen zu können und habe dann immer noch mehr Methoden dazu auch mehr aufgebaut. Und zum Beispiel NLP ist eine wichtige Methodik, genauso eben wie jetzt zum Beispiel auch so Meridianklopfen oder mentale Strategien auch zu arbeiten und viele andere Wege. Also Elisabeth, herzlich willkommen. Wie kann ich dich unterstützen? In diesem Fall geht es darum, dass die Klientin sich mehr Selbstsicherheit wünscht. Die Ursache für diese Unsicherheit liegt in ihrer Biografie. Jetzt wird man auf den zweiten Schritt nochmal gehen und mal in diese Zeitlinie einsteigen und gucken, dass dieses Wiederholende, was ständig passiert in deinem Leben, dass wir da sozusagen mal gucken, dass wir in den Ursprung zurückgehen und da jetzt die Veränderungen vornehmen. Okay. Wo in diesem Raum wäre denn eine Zeitlinie von Geburt bis jetzt praktisch? Dann kannst du aussuchen, was ist das Hier und Jetzt? Das Hier und Jetzt. Also diese Methode kommt jetzt aus NLP zum Beispiel. Und das, da geht es darum, einfach mal in Lebenslinie reinzugucken, in dem Fall zu einem wiederkehrenden Thema, wo man immer wieder in Situationen reinkommt, wo man nicht zufrieden ist, falsche Ergebnisse bekommt und man wirklich dann einfach sich durch die Intuition zurückleiten lässt im Leben, wo denn der Ursprung eigentlich liegt. Und dann in diesem Ursprung wird dann das Problem gelöst, indem man etwas hinzufügt an positiven Möglichkeiten. Und also gerade Online-Training ist wichtig für Menschen zum Beispiel, die auch sich nicht wirklich öffnen wollen und von ihrem Problem erzählen wollen, einem Therapeuten zum Beispiel. Da kann man einfach anonym einfach teilnehmen und einfach hier sich in eine gute Verfassung bringen, sich stärken und einfach diese Dinge auch loslassen. Wir wollten uns die Firma mal anschauen. Bei uns sind wir strategisch auf dem richtigen Weg. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Zeigt sich da irgendwas, ohne dass wir jetzt so ganz tiefgründige oder detaillierte Frage haben? Und dann haben wir das eben auch mit dem Christoph angeschaut. Und dann kommt so eine völlig neue Situation, ein neuer Gedanke, eine Idee auf uns zu. Und es hat sich sehr gut angefühlt. Und das macht uns jetzt die Freude, uns da tiefer reinzudenken, zu überlegen, was könnte sein. Wer sich selbst erkennt und annimmt, seine eigenen Stärken und Schwächen kennt und sich somit seiner selbst bewusst ist, hat die besten Voraussetzungen für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben.